Das ist mir scheißegal, ey. Diese Strecke ist so ein Hurensohn. Mir tut mir eine Hand auf weh. Ich kann nicht mehr lange spielen, ey. Mein Gott, halt doch die Fresse, ey. Du Kackspiel, ey. Mann, dieses verkackte Dreckspiel, ey. Ich kann mich, selbst wenn ich nicht aufnehme, kann ich mich nur die ganze Zeit über aufregen, weil das so dumm ist, ey. Mann, die lenken. Ah Gott, ey. Ich laber die ganze, jede Episode nur von diesem Kackspiel, was so kacke dran ist, weil mich alles hier immer nur jedes Mal drauf aufregt. Wenn man sich die Scheiße hier anguckt, dann sieht man das auch, woran man sich die ganze Zeit aufregt. Aufregen kann, ey. Das Spiel einfach Müll ist, ey. Müll, Müll, Müll. Meine Fresse, warum spielt kein Forza Horizon 4, ey? Mann! Das Spiel ist 1000 Millionen mal besser, ey. 1000 Millionen. Naja, wie gesagt, es sind auch ehrliche Jahre und höheres Budget und da war aber trotzdem, es ist. Oh Gott, ey. Es gibt Spielehersteller, die wahrscheinlich weniger Zeit und Arbeit in ein Rennspiel reingesteckt haben und trotzdem eine Milliarde mal besseren Scheiß rausgehauen damals, diese Kack hier. Ich glaube, selbst dieses Spiel Sunday AOK Auto, nee, mein Sonntagsauto hieß das, glaube ich, oder so. Keine Ahnung, ist das Spiel, was auch irgendwie keinen Sinn ergibt. Ich glaube, selbst das Spiel ist tausendmal besser als das hier und hat eine bessere Engine. Da war auch Davilex einfach nur geldgierig. Hau noch ein Teil raus und noch ein und noch ein und den nehmen wir den Film und den nehmen wir World Challenge und den nehmen wir London und den nehmen wir. Ja. Und so bleibt es alles dasselbe Spiel. Es ist alles derselbe Rotz. Nichts verändern, immer nur Copy, Copy, Copy. Ja, Davilex hat das damals schon so gemacht, wie es heute hier gemacht mit Viva, ne? Da habe ich nie im Viva-Teil gespielt, also kann ich ja theoretisch gar nicht einschätzen, ne? Boah, ist ja auch eigentlich so. Aber nur weil man so mitgekommen, ne? Da immer die gleichen Kram, immer den gleichen Kram. Los, nimm die Sprungchance. Ja, die Sprungchance genommen. Aber wie sagt euch, interessiert das ja nicht, ne? Eine Sprungchance. Nein, ich fahre nur 20 km/h. Ding, instant 300 km/h. Weiß, das nennt sich Gummibandeffekt, aber Junge, ist das penetrant in diesem Spiel, ey. Dieser Gummibandeffekt. Bei Need for Speed ist der ja schon grausam, aber hier, Himmelarschenwolkenbruch. Hallo, ich möchte auch mal wieder ein paar Dinger hier einsammeln. Genau. Geschwindigkeit, oh, das war's. Kommt nicht eine Kurve, ich habe Angst vor Kurven. Ich werde sowieso wieder irgendwo reinfahren, hundertprozentig. Zum Glück musst du nicht direkt durchs Ziel fahren. Das wäre es ja von wegen. Oh, du musst die Runde normal fahren, du bist nicht direkt durchs Ziel gefahren. Kann ich zurückspulen? Ach nee, das gibt's ja noch gar nicht. Das hätte er erst. Das muss es mal. Race Driver Grid muss es erstmal einführen. Und wann kam das Spiel raus? Race Driver Grid? 2.8? 2.9? Glaube ich. Ist schon so lange her? Muss ja. Danach hat das ja gefühlt jedes Spiel gehabt mit diesem Zurückspulen. Dann war er mal wieder eine Zeit lang weg und dann kam es irgendwann wieder. Und heute, ja, einige Spiele haben, einige haben es nicht, ne? Ist ja auch nicht mal so doof. Macht es aber auch teilweise zu einfach. Aber es ist ja schön, dass du es auswählen kannst, ob du es haben willst oder nicht. Und dann eben dir von deiner Entscheidung aus her eben mehr oder weniger Geld gibt, ne? Wenn du es nicht benutzt oder beziehungsweise wenn du es ausschaltest, dass du eben mehr Geld bekommst, als wenn du mitspielst. Guck mal, hier läuft jetzt wieder halbwegs gut. Und ich bin jetzt vorhin letzte Runde, letztes Rennen bin ich jetzt Dritter geworden. Jetzt muss ich Erster werden, weil der dumme Las Vegas Strecke, ey. Keine Ahnung, ich kam auch überhaupt nicht weiter nach vorne, ey. Überhaupt nicht. Und hier läuft jetzt halbwegs gut, aber auch nur, weil, wie gesagt, ich schiebe jetzt gerade keine Autos von mir her. Und ich mache auch gerade keine wirklichen Fehler. Ich muss mich hier konzentrieren, bei jeder scheiß Kurve. Bei jedem Auto hier, was kommt. Siehst du da? Keine Sprungchancen und Sprungchancen bringt's nicht. Weil, wie sage ich, das Problem ist, ich kann nicht mehr lange spielen. Meine Hand tut so weh. Ich kann die Steuerung auch irgendwie auf ERC umändern. Aber nein, ich habe ja schon mal erzählt, ich kann so welche, gerade so welche uralten Spiele, kann ich einfach nur über Kreuz spielen. Komischerweise bei Need for Speed. Da tat mir komischerweise nie die Hände weh, oder? Doch, aber erst nach ziemlich sehr langen Türen. Naja, ich spiele jetzt auch wieder eine Stunde, ne? Ich bin einfach nicht mehr gewöhnt, eben so welche alten Kackspiele zu spielen.
Ja, ich glaube, letzte Kurve. Letzte Kurve. Gewonnen. Ah, ich muss mal ein bisschen meine Hand rausstrecken hier oder ausschütteln. Ah, Mann, ey. Du bist der Sieger. Ja, die Fresse, gib mir das letzte Rennen. Juhu, New York, USA, yeah. Wofür steht denn das R? Rückwärts. Naja, solange es nicht nochmal die Dingstrecke ist, die Las Vegas-Strecke, das wär's ja, ey. Die hier richtig Bock hat. Oh, die haben wir doch bestimmt schon mal gefahren, die Strecke. In dem Rennen hier, oder in der Liga, Mann, das ist so... Das ist so dumm ein Spiel, Liga und Rennen, ey. Nosch, 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 wir können einfach durchnoschen. Ich kann auch lassen, aber ich kann euch trotzdem nicht einholen. Ja, das ist die Strecke, die haben wir definitiv schon mal gefahren. Da haben wir eine Sprungchance, ihr Schweine, ihr habt mich betrogen. Das war einfach nur so ein Poller von wegen, hier ist Ende. Husraba, du hast das Spiel bald durch. Es sind nur noch zwei Ligas und ich sehe schon kommen. Die letzte, die wird bestimmt einfach so: Die ultimative Liga, fahr durch die komplette Welt. Und alle Strecken vorwärts und rückwärts und am besten dann irgendwie 5 oder 6 Runden pro Rennen. Ich war auch so: Ach du Scheiße. Da kostet wahrscheinlich ein einziges Mal alle Rennen machen über eine Stunde. Und dann verkack mal, ey. Aber wie gesagt, also der nächste Autobahnraser-Teil, ich wollte erst ganz abbrechen, aber dieser nächste Autobahnraser-Teil, ich werde ihn zwar spielen, aber ich werde ihn nur als Highlight machen. Nochmal kann ich mir das nicht antun, ey, katastrophal. Obwohl, ich muss es ja trotzdem spielen, ich nehme es ja nur nicht auf, aber es ist dann an sich leichter, wenn ich nicht die ganze Zeit dazu irgendwas reden muss, sagen muss, kommentieren muss, wie auch immer. Wenn ich einfach nur spielen kann und kann mich einfach offline aufregen, für mich selbst aufregen, so ungefähr. Ja, das Problem ist, ich weiß nicht, wie lange diese Spiele gestreckt sind. Also der nächste Autobahnraser-Teil zum Beispiel. Keine Ahnung, ob der genauso lange dauert wie der Teil, auf der super schnelle durch ist wie die ersten und zweiten Teile. Naja, das Problem, das weiß ich nicht. Ich müsste das Spiel theoretisch einmal davor durchspielen, bevor ich es aufnehme. Ah, das ist auch scheiße. Theoretisch würde mich das gar nicht stören, wenn wie lange das geht, aber wenn Scheiße halt lange geht, dann ja. Will man sich die Scheiße nicht antun, so. Hallo? Ah, Scheiße, Mann, ey. Bloß nicht resetten. Wenn du resettest, kostet dich das automatisch einen Platz. Oder wenn die wieder irgendwas wieder reinschieben hier. Oh, Mann, ja, war wieder klar. Es war doch wieder klar. Mann, es ist doch die letzte Grütz-Scheiße aus dem Spiel. Na, eine Runde habe ich ja noch. Eine Runde habe ich ja noch, du Kackspiel. Ja, fuck, Polizei, mir wieder irgendwas reindrückt, ey. Kannst auch, selbst wenn du hier in diesem Scheißspiel perfekt fährst, ne? Die Typen holen dich trotzdem immer. Ja, das ist ja eben dieser Gummiband-Effekt, ne? Die kommen, egal wie, aber sie kommen immer wieder nicht ran. Müssen wir ja, das Spiel muss spannend bleiben. Das ist nervig, ist das. Fucking nervig. Deswegen, er hat einen Autounfall, dann rast in ein anderes Auto rein und schon ist er wieder hinter dir. Neben dir. Und da ist das Ziel. Zum Ping-Pong-See. Oh Mann, nicht mehr klar. Ich nehme die Kurve einfach nicht richtig. Ich muss ja ganz in die Kurve hier reinfahren. Bremst ja viel zu doll. Sag, es ist scheißegal. Gefühlt, wie du hier fährst. Oh Mann. Da machst du nichts und die Scheißkarre verliert wieder die Kontrolle, ey. Gleich geschafft, gleiches Ende. Gleich kann ich weiterleben.
ich kann nicht weiterleben und was anderes machen in diesem Leben, als dieses Spiel zu spielen. Gott, das ist echt Torture. Also wenn du jemanden foltern willst, ey, dann lass ich dieses Spiel durchspielen. Du darfst erst wieder gehen, wenn du dieses Spiel durchgespielt hast. Nein, das ist doch scheiße. Ah, dann wieder die Gegner. Nein, natürlich, in der letzten Runde. Oh, Mann. Dieses Spiel ist so Moppelkotze. Oh, nein, ich wollte den reinfahren. Und ich ihn in die Nase. Das kannst du dir antun, ey. Lass mich raten, jetzt war ich mit Zweiten einfach durch, weil mir scheißegal ist. Und ich habe bestimmt trotzdem nicht gewonnen. Jetzt bin ich immer Dritter gewesen und mal Zweiter. Bin ich noch einmal Zweiter Dings geworden? Platz. Bitte nicht. Oh, das hat gereicht. Du, mit einem Punkt, ey. Gratuliere. Halt doch deine verdammte Fresse. Du hast... Oh, dieses verkackte Dreckspiel. Dieses verkackte Dreckspiel. Oh, ich will gar nicht reingucken. Und wie wollen wir wetten, dass wir hier nochmal so viel fahren müssen? Das finale Europarennen, das klingt schon scheiße. Und das Ultimative rund um den Globus. Halt die Fresse! Als wenn ich das gewusst hätte! Natürlich habe ich das gewusst, Mann! Und da kann man jetzt wieder denken, so, nee, vielleicht sind das ja nur 4 oder 5 Strecken. So wie bei den anderen Dingern. Bloß, dass sie jetzt von jedem ein Ding genommen haben. Nein, das sind bestimmt alle Strecken. Alle Strecken in einer Liga. Weil ich ja sonst nichts zu tun habe. Mann, Kackspiel, ey. Himmelarsch und Wolkenbruch. Mann, bin ich froh, dass wir das Spiel bald durch haben, ey. Diesen verkackten Scheißrotz. Müll. Schmutz. Ah. Furchtbar. Na ja, gut, genug rumgerätscht, das heben wir uns noch für die nächsten Episoden auf, wann immer ich auch bereit bin, dieses Spiel noch wieder einmal zu spielen, ey. Ach Gott, warum spiele ich keine vernünftigen Rennspiele? Zum Beispiel Forza Horizon 1, das habe ich auch noch nicht durchgespielt. Das wäre auch nicht schlecht eigentlich, ne? Gerade weil ich es auch noch durchspielen wollte, aber naja, vermischst du Forza Horizon 1 und Forza Horizon 4, ist ja irgendwie wieder ein bisschen komisch. Aber mein Kollege sagte, Forza Horizon 1 hat wieder so ein bisschen Story. Bei Forza Horizon 4 rast er einfach nur so wild durch die Valapumpa so ungefähr. Und dann kann ich ja sogar zum ersten Mal da meine Elgato nutzen, weil ich es dann auf der Xbox Series X nutze und ich bin der Meinung, du kannst es dann irgendwie auf 4K spielen. Oder so. Oder 1080, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall kann ich meine Elgato nutzen. Das Stumpfe ist ja, ich muss die dann in einen anderen Rechner einbauen, weil die mit den Rechnern nicht funktioniert. Warum auch immer. Das muss irgendwie am Memo liegen. Weil da nix funktioniere, andere Rechner funktioniere. Keine Ahnung. Naja, wir schauen mal. Vielleicht spiele ich ja wirklich mal noch was anderes wie Forza Horizon oder so weiter. Ich würde das ja wirklich bald im Let's Play-Kanal nur mit Autorennen spielen. Aber keine Ahnung. Ich habe damals viele Autorennspiele gespielt und heute ja auch mehr oder weniger, obwohl... Weiß ich gar nicht. Doch, Trackmania immer noch, ne? Auch ohne Aufnahme, stellt euch vor, auch ohne Let's Play-Kanal habe ich noch gelegentlich Trackmania gespielt. Egal. Jawohl, Leute, bis zur nächsten Episode von fucking Autobahnraser.